Nach nun über 10 Jahren habe ich das Aquarium wieder neu dekoriert und habe mir zusätzlich zur D5-Beleuchtung noch einen Leuchtbalken mit LEDs gekauft. Wie deutlich zu sehen ist, sind die LEDs um ein Vielfaches heller als wie die herkömmliche D5-Beleuchtung, die es vor 10 Jahren standardmäßig gab. Die D5-Beleuchtung ist seit Anfang des Jahres 2018 auf Dauerlicht geschaltet, wobei die D5-Röhren nun schon über 20.000 Brennstunden hinter sich haben. Ja, mit dem LED-Lichtbalken kommt nun so richtig Licht ins Dunkel, da die D5 Longlife-Röhren schon erheblich an Lichtleistung verloren haben. Preislich ist die LED-Beleuchtung um einiges teurer als wie die herkömmliche D5-Beleuchtung, die es auch weiterhin noch zu kaufen gibt. Was jedoch zu beachten wäre, die LED-Röhren sind nicht mit dem Lichtbalken der D5-Beleuchtung konvertibel. Wenn man die Beleuchtung umstellt, ist der Lichtbalken dafür im Set von den zwei LED-Röhren mit enthalten und ist preislich auch nicht allzu teuer. Das Gesellschaftsbecken steht in einem dunklen Raum, wo nun das Aquarium mit seinen Fischen und Pflanzen noch mehr zur Geltung kommt. Ich habe noch neue D5-Röhren, die nun parallel zur LED-Beleuchtung weiterhin eingesetzt werden und nun zwei Lichtbalken mit zwei D5 und zwei LED-Röhren das Gesellschaftsbecken hell erleuchten. Wie man sieht, ist auch die Deko im Vordergrund des Beckens und wirkt mit zu einigen Luftsprudeln, die ich auch erneuert habe, bezaubernd. Wenn die Tage wieder kürzer werden, wirkt das Becken besonders attraktiv mit dieser nun doppelten Beleuchtung. Was bei anderen Aquarianern nun das Nachtlicht ist, ist hier in diesem Becken die gedämpfte D5-Beleuchtung. Die Fische fühlen sich sehr wohl und auch die Pflanzen sprießen regelrecht im Becken ohne Eigenprobleme durch einfaches Aufsalzen. An den Luftsprudeln der Aquarienschlauch sollte auch alle paar Jahre erneuert werden, da er mit der Zeit hart wird. Mit den neuen weichen Schläuchen läuft das Aquarium um ein Vielfaches ruhiger, da der weiche Luftschlauch die Vibrationen der Lüfterpumpe unterdrückt. Es wäre zu bemerken, dass die LED-Technik um ein wesentliches heller ist und die alte herkömmliche D5-Beleuchtung irgendwann ausgedient hat. Jeder Aquarianer kann selbst ausprobieren, was ihm am besten gefällt, und man lernt immer wieder Neues dazu. Übrigens
Um an heißen Tagen nicht ständig Wasser wechseln zu müssen, ist so ein Lüftergebläse sehr angebracht, da so ein Gebläse das Wasser bei voller Lüfterleistung bis zu 4 Grad Celsius herunterkühlen kann. Bei einer Raumtemperatur von 33 Grad Celsius kann ich die Wassertemperatur ohne Probleme bei 26 bis 28 Grad Celsius halten. Wenn es noch wärmer wird, muss ich allerdings auch kaltes Wasser dann nachfüllen. Nicht, dass einer hier die Fische möpst. Schön aufpassen. Theoretisch dürfte es bei richtiger Nachdüngung durch Aufsalzen selbst bei neuen Leuchtstoffröhren mit Dauerlicht keine Probleme geben, wenn reichlich Wasserlinsen an der Wasseroberfläche das Licht dämpfen. Aber jeder kann das selbst ausprobieren, was alles so machbar ist, mit oder ohne Dauerlicht im Aquarium. An den trüben Wintertagen ist es jedenfalls mehr wie angenehm, wenn das Becken Tag und Nacht beleuchtet ist. Die Fische sind auch gewachsen bei angemessener, nicht zu knapper Fütterung und haben sehr guten Appetit. Sämtliche Wasserwerte bleiben stabil bei einer Temperatur von 25 bis 27 Grad Celsius. Der Wasserstand im Becken ist nicht zu hoch gewählt, da sofort die D5 Longlife-Röhren platzen würden, wenn die größeren Fische beim Fressen Wasser an den Röhren spritzen. Als Aquarianer kann man vieles ausprobieren, man sollte nur nicht dabei zu viel falsch machen, wenn man so manches testet. Meinungen gehen mitunter ziemlich weit auseinander und nicht bei jedem läuft das Becken immer optimal. Die Filterschwämme wasche ich bei dem Besatz allerdings jede Woche mit Aquariumwasser leicht aus und Düngung jeglicher Art kommt nicht in Frage. Wem dies so nicht gefällt, naja, ich habe anfangs auch alles anders gemacht, was dazu führte, dass ich dann Nitrit im Becken hatte und die Hälfte der Fische verstorben ist, was halt durch das Düngen kam. Den Neons gefällt es jedenfalls, wenn es Tag und Nacht hell ist, wobei sie sich in dunklere Stellen des Beckens zurückziehen. Algen gibt es schon lange keine mehr und die Pflanzen gedeihen prächtig, durch was auch immer. Besonders gut gedeihen die Wasserlinsen an der Oberfläche, die das Licht dann reduzieren, wenn es zu viele werden. Eine Ente auf dem Wasser würde sicher auch dagegen helfen, die dann die Entengrütze frisst. Natürlich bekommt auch die Ente bei guter Ernährung reichlich Nachwuchs. Wie üblich zünden nach 10.000 bis 15.000 Brennstunden
die D5 Longlife-Röhren im Aquarium nur noch schlecht oder gar nicht mehr, was meist nach 2 bis 3 Jahren Einsatz im Aquarium ist. Um die D5-Röhren nicht austauschen zu müssen, habe ich nun das Licht auf Dauer angeschaltet und salze das Becken 2-mal pro Woche auf, wodurch nun die Pflanzen regelrecht sprießen. Den Fischen schadet es auch in keinster Weise und Algenprobleme gibt es nicht mehr als wie vorher. Ein paar Grünalgen an der Scheibe sind normal und mit dem Einsatz von Wasserlinsen wird das Licht im Becken je nach Bedarf gedämpft. Es ist immer wieder schön, wenn solch ein eigenes Biotop funktioniert und immer wieder neue interessante Eindrücke vermittelt werden und entstehen. Der Fischbesatz ist ziemlich hoch, aber durch dem Dauerlicht im Aquarium und durch Aufsalzen bleiben die Wasserwerte stabil. Das Dauerlicht schadet weder Tieren noch Pflanzen und verbreitet eine angenehme Atmosphäre in diesem dunklen Raum, was jeden Aquarianer erfreut, wenn man die Fische beobachten kann zu jeder Tageszeit. Ziemlich heiß werden die D5 Longlife-Röhren nach nun fast 20.000 Brennstunden. Die Wassertemperatur bleibt konstant zwischen 25 und 26 Grad Celsius an den heißen Sommertagen bei abgenommener Abdeckung und bei Wassertausch. Schön aufpassen. Aufpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß und Freude mit euren Becken, wenn ihr welche besitzt.